Dieses Wochenende sind wir unterwegs bei der Pferd International in München und besuchen die Springreiter. Und zwar einen ganz besonderen, Maximilian Lill, der Lokalmatador. Hi Max. Hi. Also dich haben wir schon mal gefunden, den LKW auch. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal zu den Pferden. Ja, sehr gerne. Dann kommt mal mit. Und reitest du jetzt dein Lieblingspferd? Jetzt ist ein Einsteiner-Springen und das ist noch ein Youngster. Der wird ein bisschen aufgebaut, aber der wird dann hoffentlich in Zukunft mein Lieblingspferd. Kannst du uns vielleicht einen kurzen Einblick in deinen Sattelschrank gewähren? Ja, klar, kein Problem. Ich habe hier natürlich, wie ihr seht, wahnsinnig viele Trensen. Hier nochmal verschiedene Gebisse. Einfach, ich meine, dass man einfach für das ideale Reitgefühl im Parcours sich das nochmal verändern kann, wenn irgendwas nicht passt am ersten Tag. Genau, und halt für jedes Pferd ein anderes Gebiss. Hast du denn auch einen Glücksbringer, den du immer mitnimmst? Ich habe eine Glücksreithose. Die packe ich dann meistens am Sonntag im großen Preis aus oder am Samstag. Leider ist die schon, habe ich nur eine Glückshose, ne? Deswegen muss ich mich immer entscheiden, an welchem Tag ich die jetzt raushol. Und meistens für größere Turniere packe ich die dann schon vor dem großen Preis einmal aus. Und dann habe ich natürlich für den großen Preis keine mehr. Ne? Jetzt wird es Zeit, dass ich noch eine zweite Glückshose habe. Ne? So Max, das war ja gar nicht eine schlechte Runde, oder was sagst du dazu? Ja, bin recht zufrieden. Das ist noch ein junges Pferd. Aber das erste Mal, jetzt waren wir zusammen auf dem Gras. Haben jetzt von der Geschwindigkeit heute noch nicht übertrieben, aber war ich sehr zufrieden, hat er super gemacht. Und hoffen so, dass es die nächsten Tage weitergeht. Ne? Super, dann drücken wir dir ganz doll die Daumen für die nächsten Tage. Ja.